Botschaft, Zollamt. Hier haben wir ein Zollamt. Hier haben wir ein Zollamt. Was können wir denn hier machen? Gebäudemanager an. Ja, eigentlich brauchen wir nicht Gebäude. Einstellen. Ja, haben wir. Zollamt haben wir schon. Zwei Stück sogar. Hier müsste irgendwo das zweite Botschaft. Ne, ich habe nur ein Zollamt. Ist ja das hier mit diesem Dreieck oben drauf. Das haben wir nur einmal. Also ein Zollamt haben wir. Ich weiß nicht, ob es hilft, zwei zu machen. Ich bin schockiert. Doch es scheint, als ließe. Politische Verbindungen zum Mittleren Osten sind in der heutigen. Ja, brauchen wir nicht. Hier, den haben wir sogar schon geschafft. Präsident, die Nationalisten sind stolzer als je zuvor, Tropikaner zu sein. So, jetzt wollen wir mehr von denen haben, das passt schon. So, Wohnungen werden gebaut wie bekloppt. Also man sieht, hier ist richtig was los. So, die muss ich auch noch upgraden. Das habe ich total vergessen. Da hat der Mr. Game natürlich vollkommen recht. Die ganzen Wohnungen sollte ich alle mal upgraden. Ein Teil habe ich schon gemacht. Was war das denn? Ach, modernisieren heißt, okay, das wollen wir dann nicht. Das wollen wir dann natürlich nicht. Ah, man muss immer draufdrücken. Also aufs Haus ist ja okay, aber auf diesen Button finde ich es nervig. Wir haben doch schon sehr viele... Okay. Sehr viele modernisiert, aber die ganz neuen auf jeden Fall noch nicht. Hier ist definitiv alles schon modernisiert. Wo haben wir denn zuletzt gebaut? Hier sind die. Das wären noch einzelne, wo ich mir nicht so sicher bin. Haben wir auch. Ja, es sind nur die ganz neuen, nicht die wir jetzt gerade bauen. Das machen wir. Die standen ja alle schon vorher. Das heißt, die, die wir hier bauen, müssen wir definitiv... Aber wir können es nicht leisten. Ach, darum, nicht genügend Strom. Wir müssen Strom bauen. Da können wir jetzt mal ein Atomkraftwerk bauen. Das wird ja eh gefordert. Ich guck mal, wie das geht. Kraftwerk. Hier muss Kohle, Erdgas. Wo ist das Atomkraftwerk? Da haben wir das Atomkraftwerk. Wir stellen das mal, wo stellen wir das denn hin? Wir stellen das mal hier hin. Das Atomkraftwerk steht hier, so ein bisschen abseits. Achso, das geht leider nicht. Ich meine, so ein Kraftwerk willst du nicht um die Ecke haben, muss man ja mal ehrlich sagen, ne? Wir stellen es einfach mal dahin. Tschüss, Zellron und alle im Chat. Kann ich nicht dabei sein. Ich weiß, Soccer Girl. Ich wünsche einen schönen, schönen ersten Schultag. Und ja, wir sind ja auch am Nachmittag spielen. Wir machen einen langen Minecraft-Stream morgen. Vielleicht hast du ja Nachmittag ein bisschen Zeit. Aber ansonsten macht dir gar keinen Stress. Ich wünsche dir, wie gesagt, einen schönen ersten Schultag. Und toi, toi, toi. Das wird schon in der Schule. Dann steht ein Schatten an Cocktail, hört sich gut an. Kannst du ein Zollamt bauen? Ja, haben wir. Wie gesagt, Zollamt hilft ein zweites Flughafen. Ja, es wird ja alles auf einmal gefordert. Jetzt fehlt es nur noch ein Schmuggelhafen. Den können wir auch bauen. Geld genug haben wir. Wo war der? Ich habe den vorhin gesehen. Schmuckfabrik und so müssen wir auch mal gucken. Das könnten wir eigentlich auch mal bauen. Ich gucke einfach nur hier oben. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist. Hier kann es nicht sein, kann es nicht sein. Wirtschaft auch nicht. Ja, Militär sowieso nicht. Auf dem Wasser, ein Schmuggelhafen. Importiert illegale Waren. Stelle ich den irgendwo hin, oder? Ah, den können wir hier sogar nutzen. Ach, das ist ja cool. Dann bauen wir den da hin. Und es gibt es ja noch den... Produzieren Sie Perlen. Wir machen das einfach mal. Wir nutzen das einfach mal. Du hast so wenig Strom, deswegen geht's nicht. Ja, danke, Mr. Game, da hast du recht. Wir bauen jetzt das Atomkraftwerk. Das ist ja eh eine Aufgabe, die wir haben. So ein verbessertes Kraftwerk bauen. Wir haben gar nicht so viel Bauunternehmen, wie wir jetzt bauen, weil plötzlich so viel Geld da ist. Unglaublich, wie wir auf einmal dastehen. Das Stromproblem kriegen wir gleich hin.
So, wir erhöhen natürlich die Rohstoffe. Haben wir hier nicht auch einen Steinbruch gebaut? Nee, hier gibt es nur noch einen. Der scheint fertig zu sein. Ich glaube nicht, dass es da einen gibt. Hier haben wir auch noch was. Sehr schön. Ja, das nutzen wir natürlich aus. Wir bauen jetzt wie bekloppt. Sehr schön. Wir können noch mehr Bauunternehmen bauen, das weiß ich auch, aber wir haben eh viel zu wenig Einwohner gerade. Ja, Nachmittag bin ich zu Hause. Bye, bye. Ja, tschüss. Ich wünsche dir, wie gesagt, einen schönen Tag und morgen toi, toi, toi. Ja, das kriegen wir hin mit den Strom. Ja, da war er wieder tatkräftig dabei, liebe Leute. Das war ja Holle die Waldfee. Schmuggelhafen, dann machen wir den Flughafen jetzt auch. Komm, wir machen den Flughafen jetzt auch. Ich guck mal, wo der ist. Ich habe keine Ahnung. Internationale Airport. Der Frankfurter Airport. Wo ist der Frankfurter Airport hier? Unterhaltung kann es nicht sein. Luxus natürlich auch nicht. Tourismus vielleicht. Wir schauen mal, was ist das denn? Vorstehtechnologie. Flughafen. Lockt mehr Touristen an, die Flugzeuge in die Insel kommen. Erhöht den Touristen. Aber es ist nur für Touristen. Ist das nur für Touristen? Ist das nur für Terroristen? Wo ist denn da der Eingang zum Flughafen vor allen Dingen? Wir machen das mal so. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Wir machen mal eine Straße rum. Wobei das schon wieder hier zu viel... Nee. Das machen wir so. Geht das nicht? Ja, da werden mir zu viel Palmen weggerissen. Wir machen das einfach so. Und dann kann ich hier noch rumgehen, die Straße. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie die Straßen hier sein müssen. Ja, irgendwie so, aber da wird ein bisschen viel mir weggerissen. Ich lasse die Straße mal irgendwie ganz komisch rumführen. Und dann geht die hier hin. Ich habe keine Ahnung. Es ist okay. Es ist okay. Besser als gar nichts. Und wir können natürlich hier noch ein Verbindungsstück machen. Das ist Kunst. Also das hier ist Kunst. Man sieht es ja. Es ist ein Kunstwerk. Vielleicht ein Trockendock noch. Bau doch Bauunternehmer. Ja, aber das Problem ist, die stehen natürlich irgendwann nur noch rum. Das kriegen wir hin. Die arbeiten das schon ab. Ja, oder doch. Ein Bauunternehmer baue ich noch. Ich glaube, du hast recht. Wir bauen hier nochmal ein Baubüro hin. Ne? Das machen wir hier hin. Das darf hier am Flughafen stehen. Das bekommt auch die höchste Priorität. Das heißt, es wird zuerst gebaut. Damit haben wir noch gar nicht gearbeitet. Und ein Trockendock. Können wir auch nochmal gucken. Wir haben gerade so viel Geld. Das ist ungewohnt. Was macht das Trockendock? Boah, ein Atom-U-Boot. Ich will Atom-U-Boot und Weltkrieg machen. Wo ist denn dieses Trockendock? Das müsste doch hier sein. Eine schwimmende Wohnung. Ey, wie cool ist das denn? Das müssen wir auch noch bauen. Polizeizeppelin? Kaserne, Gefängnis, Flugzeugträger. Boah, wir haben so coole Sachen hier. Ein Trockendock, da haben wir es. Erhöht die Geschwindigkeit aller Handelsschiffe. Oh, danke schön. Das ist super. Bauen wir am besten hier oben drauf. Oder bauen wir hier am besten oben auf den Hügel. Ich finde, da ist es platzsparend. Das müsste ja so gehören, logischerweise. Und dann noch Straße ran. Sehr schön. Danke, danke. Und wir machen bewusst so. Wie gesagt, wir versuchen jetzt mal diese engen Kreuzungen zu vermeiden. Die sind generell nicht so gut. Ja, das hat jetzt die höchste Priorität, dieses Gebäude. Das heißt, da geht zuerst los. Flughafen, kannst du bauen? Ja, haben wir schon. Mr. Game, wir bauen den Flughafen schon.
vielleicht hängt das bei dir, das Spiel, der Stream. Drück mal F5, dann aktualisiert sich dein Bild. Also Flughafen ist schon im Bau. Wir haben Wolkenkratzer in der Einflugschneise. Da freuen sich alle. Sehr komisch. Naja, komm, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Vielleicht reißen wir den ja auch nochmal weg. Wir schauen mal. Ich weiß nur, ich trinke jetzt was. Ich habe Durst. So, das läuft hier doch. Ja, läuft ja richtig gut. Hier sieht man, dass hier schon die ganzen Bauunternehmer kommen. Aber noch eins würde ich nicht bauen. Also, das reicht nicht, dass wir zu viele Bauunternehmer haben. So viel bauen wir auf einmal normalerweise ja auch nicht. Ein Atom-U-Boot. Ja, das machen wir später. Jetzt sparen wir auch ein bisschen Geld, sonst schreien wir gleich wieder, wenn nichts da ist. Wir gucken jetzt erstmal, dass ein paar Einwanderer kommen. Leider ist das wohl hauptsächlich, der Flughafen ist wohl hauptsächlich für Touristen da. Naja, ist okay, aber naja. Was macht das? Ermöglicht Bürgern das schnelle Reisen durch die Stadt, ohne Autos benutzen zu müssen. Die Wohnqualität von Wohnungen steigt um 10. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das könnte man eigentlich auch mal probieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Netz nachher vernetzen muss. Oder ob die das eigenständig als Fahrmittel erkennen, ich weiß es nicht. Es braucht Strom, also wir brauchen definitiv mehr Strom, das ist natürlich schon mal klar. Und hier unten machen wir noch einen. Und ich denke, da haben wir 5 U-Bahn-Stationen, die sollten für den Anfang reichen. U-Bahn, das gab es früher alles gar nicht. Ja, Atom-U-Boot wird jetzt erstmal nichts. Jetzt machen wir die U-Bahn und wir haben so viel zu bauen hier. So, sehr schön. Die ersten Leute kommen schon. Was können wir hier machen? Die Arbeitsqualität steigt. Perfekt, bist eingestellt. 24 Bürger kommen an. Sehr schön. Oh, schon wieder Aufstände hier. Was ist hier los? Präsidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Rebellenprovokation. Machen wir mal. Wo können wir das machen? Verfassung. Ich muss mal gucken, wo haben wir das? Politische, war das hier? Nee, Medienfreiheit, globalisierte Rechte, Handel, Verordnung. Wo haben wir denn die Rebellenprovokation? Sie, Schulden, Geheimpolizei. Hier haben wir es doch. Machen wir doch. Ich bin so wütend. Ich kann nicht glauben. Zeit abzudanken. Ja, ja, wartet mal ab. Okay, die haben wir jetzt provoziert. Das heißt auch, das Militär rückt wieder aus. Wir haben mittlerweile ja gut Militär verteilt auch. Kannst du ein Atom-U-Boot bauen? Ja, aber die Frage ist, was bringt uns das? Ist das jetzt so wertvoll, dass man das jetzt gleich haben muss? Machen sie alle verfügbar in der Hand, zugänglich, ohne die Voraussetzungen, Handelsrunden mit Waffen. Okay, es kostet 25.000, aber gut, ihr geht ja nicht auf, ihr geht ja nicht auf. Ich setze das mal hier vorne hin. Also ich hätte jetzt Wichtigeres gewusst als das, aber gut, wenn ihr das unbedingt wollt. Okay, hier wird schon abgeräumt, aber das ganze Militär kommt schon. Ja, und jetzt können sie laufen, ne? Jetzt können sie laufen nach Mami hin. So schnell kann es gehen, ne? Okay, diese Baracken gehen gar nicht. Hier können wir zum Beispiel auch ein einfaches Haus hinstellen. Verschönert wenigstens die Gegend noch ein bisschen. Laufen meine Jungs weg? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Alle gut ausgestattet hier. Ja, auf jeden Fall ist unsere Kohle jetzt wieder ziemlich weg. Das ist halt der Nachteil. Ay, caramba! So, wir verhaften einfach mal ein paar von denen. Ich grüße Sie. Hier, von denen wissen wir es auch. Verhaften wir auch. Kann auch wegfahren, das spielt keine Rolle. Wir müssen da ja ein bisschen Zeichen setzen. Ja, jetzt Gesundheit, was soll ich noch alles machen? Die Gesundheit kommt gleich. Das Problem ist, uns geht wirklich langsam das Geld wieder aus, weil wir wieder alles überstürzen hier. Da müssen wir echt mal langsam Abstriche machen. Hier haben wir das doch. Gemeinwohl könnte... Kleinen Laden, Zeitung, Supermarkt, dies, das, jenes, Wirtschaft. Wo haben wir hier Gesundheit? Industriegüter, Wohnung, Unterhaltung, Luxus, Tourismus, Gemeinwohl und Medien. Hier ist das so ein Krankenhaus. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, das große Problem an der ganzen Sache ist nur, dass wir jetzt dringend auch mit dem Strom vorankommen müssen. Mal, hier passt das nirgends hin. Wir stellen es hier hin, das ist okay. Ja, wir haben 62%, die nächsten Wahlen können wir uns stellen. Also wir können eigentlich, aha, Bäume, Sicherheit, Strom, okay, das ist sehr interessant, mit denen habe ich mich nicht befasst. Diplomatie, Handel brauchen wir nicht, Verfassung, Verordnung, Forschung, 3 Objekte. Monate braucht das Internet noch. Das Stromkraftwerk ist am Bauen. Die sind hier unten. Das dauert halt ein bisschen. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine Menge Bauaufträge. Wir machen eins nach dem anderen jetzt. Step by step. Das Problem ist wirklich, wir übertreiben gerade hier völlig mit den ganzen Bauen. Wir sollten einen Gang wieder runterkommen. Und dann werden wir das Step by Step machen. Wir setzen hier nur noch hin, klack, 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 fertig. So soll es ja nicht sein. Wir wollen natürlich auch ein bisschen erleben und solche Sachen in Zukunft verhindern wie hier, weil wir damals auch einfach planlos gebaut haben. Da muss ich mal gucken, wie ich da eine andere Straße hinkriege. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Ich glaube, dieses Nadelöhr können wir kaum verbessern. Das wird das größte Problem sein. Oh, Linus hat morgen wieder Schule. Dann auch toi 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 für dich morgen, den ersten Schultag dann wieder nach den Sommerferien. Das ist nicht schlecht, alle Planeten upgraden. Ja, machen wir, so wie wir Strom haben. Eins nach dem anderen, Step by Step, nicht immer alles auf einmal. Ich hab's im Hinterkopf. Aber wir machen jetzt erstmal das eine. Ich glaube nicht, dass wir genug Strom haben. Naja, geringfügig. Alle Wohnungen modernisieren wollen wir ja gar nicht. Wir haben doch genug Strom. Nicht schlecht. Hä, wie kommt jetzt der Strom auf einmal her? So, und das machen wir natürlich auch. Das Kraftwerk müsste auch fast fertig sein. Hier haben wir schon gemacht, das weiß ich. Ja, dann müssen wir jetzt mal warten, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo die... Ah, jetzt bauen sie hier. Sehr schön. Wie gesagt, wir machen es Step by Step. Das war jetzt viel zu hektisch alles. Also für mich persönlich. Wir müssen ja hier nichts über den Zaun brechen. Was bringt die Irrenanstalt? Die bringt irre vernünftig. Wo haben wir denn die? Sie haben bereits die maximale Anzahl. Man kann nur eine haben. Also wir haben die hier irgendwo stehen. Die Irrenanstalt, wo haben wir sie denn? Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie so, wollen jetzt machen wir mal mit. Respekt und ewige Treue. 61% zu 39. Das ist okay.
Wir haben 300 Kohle von Schmugglern. Wo ist denn die Irrenanstalt hier? Das ist das Gefängnis. Strom, Fabrik. Strom, wo habe ich die Irrenanstalt hingesetzt? Hier haben wir sie. Ich weiß gar nicht, was die bringt. Nicht genügend Strom. Dann können wir sogar da Elektroschockkammer einführen. Ich weiß nicht, was sie bringt. Erhöht die Wohnqualität von Wohngebäuden in der Nähe um 5. Was ist das? Effizienz zeigt an, wie gut ein Gebäude sich selbst. 100%. Ja. Ah, hier unten haben wir das. Die Beschreibung garantiert ein Mindestmaß an Gesundheitsversorgung auf der ganzen Insel. Entfernt den negativen Effekt von diskreditieren Bürgeraktionen. Jetzt weißt du es. Mach die Zeit schneller. Sicherheit. Boah, Leute, ganz easy. Ich mache Spiele nie schneller. Ich renne auch bei Minecraft nicht oder sonst was. Ich spiele immer chillig. Und das wird sich auch nicht ändern. Da bitte, wenn ihr hier zuschaut und mitmachen wollt, in Geduld. Ganz in Geduld üben. Das ist das einzige Mittel, was bei mir funktioniert, dass wir hier vernünftig miteinander spielen. Ich muss Spaß haben und für mich ist kein Spaß schnell und klick, 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 klick und schnell klick, 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 klick und fertig ist das Spiel. Für mich ist Spiel erleben und genießen Spaß. Ich will auch sehen, wie sich was verändert, mir Gedanken machen, mit euch quatschen. Das ist das, was YouTube ja auch ausmacht. Wie gesagt, sonst kann ich einfach Let's Plays machen, drücke auf volle Stufe, klick mich hier einfach durch und fertig ist das Ding. Wie gesagt, wir wollen mal alle ein bisschen chillen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entschleunigen. So ist ja der neudeutsche Begriff dafür. Es muss ja nicht alles immer sofort geschehen. Also wie gesagt, da kommen wir nicht auf einen Nenner und die Wahlen, das wird ein bisschen enger.